Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei Let's Play The Witcher 3 Hearts of Stone. Und ja, wir haben gerade dieses Banditencamp da oben auseinandergenommen. Ein bisschen weiter vorne stehe ich hier, weil ich nicht mehr genau wusste, wo wir aufgehört hatten. Ich habe in der Zwischenzeit nochmal ein paar Quests erledigt, sind jetzt Stufe 50, beziehungsweise mit Stufe 50 schon halb durch. Und jetzt werden wir uns mal hier dem Versteck des gefallenen Ritters nähern. Und vorher natürlich noch einmal drüber speichern. Nicht, dass wir aus Versehen jetzt in eine Falle latschen. Weil das kann in diesem Gebiet sehr, sehr schnell passieren, finde ich. Weil wir hier immer noch 13 bis 12 Level unter dem eigentlich vorausgesetzten Level sind. Das ist aber eine kleine Kiste. Was ist das? Hat der Orden der Flammenrose einen neuen Sitz? Gar nicht schlecht. Hör zu, Streuner. Ich weiß nicht, was du hier willst, aber ich gebe dir einen Rat. Geh dorthin zurück, woher du gekommen bist. Und? Was machst du noch hier? Muss ich dir erst den Schädel einschlagen? Was ist da drin? Ich frag mich, was da drin ist. Riecht nach Fistech. Was dagegen, wenn ich mir das anschaue, Brüder? Wir haben was dagegen. Ziemlich viel sogar. Schluss mit den Spielchen. Ich zähle bis drei, dann bist du weg. Verstanden? Eins, zwei. Komm. Noch besser. Ihr zählt alle bis 100. Verstanden? Drei, vier, fünf, sechs. Guter Anfang. Und jetzt zur Seite. So. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, wir haben nicht viel Zeit, wir müssen hier schnell alles ausräumen. 20, du Idiot, 21, 22, 3. Sehr schön. Die vorderen Sachen haben wir alle schon. Aber ich glaube, da hinten sehe ich Gegner. Aber da bin ich mal gespannt. Okay, fix durch. Guten Tag. Zum Teufel bist du? Ich bin ein Hexer. Oder wie ihr Brüder mich gerne nennt, ein Mutant. Du solltest gar nicht hier sein. Und Ritter der Flammenrose sollten keine Menschen umbringen oder Drogen herstellen. So sieht's aus. Ja, sollten wir nicht. Wir sollten die Unterdrückten beschützen. Glauben an das ewige Feuer verbreiten. Radovid hat uns reingelegt, seinen Schwur gebrochen und unsere Brüder an die Front geschickt. Als der mächtige Orden ausgeblutet war, hat er uns aufgelöst. Er hat unsere Ländereien und Besitztümer für seinen Krieg verwendet. Wer nicht widersprach, wurde zum Hexenjäger ernannt. Wer es wagte, sich gegen ihn zu erheben, wurde eingesperrt oder ins Exil geschickt. Wir sind nur wenige, die noch die Farben tragen. Und wir müssen einen neuen Platz für uns finden. Okay. Ihr seid also zu Schurken geworden. Wolltet ihr das, was Siegfried von der Nessle wohl dazu sagen würde? Siegfried von der Nessle würde. Aber woher kennst du? Ich kenne dich. Du bist Geralt von Riva. Du hast Jacques der Aldersberg getötet. Ganz genau. Und wenn ich müsste, würde ich es wieder tun. Das war der Beginn unseres Niedergangs. Das hast du ausgelöst, verfluchter Mutant! Zieh deine Klinge! Kein Grund zu brüllen. Bitte einfach höflich darum. Na toll.
Okay, das ist mehr als uncool gerade. Ah, oh, wieso sehe ich denn nichts? Autsch! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja gut, ich würde sagen, das hat nicht so gut funktioniert. Jetzt bin ich mal gespannt, ob und wie wir jetzt dieses Spiel weiterführen können. Weil ich meine, wenn er jetzt uns immer wieder da reinlädt, dass wir diesen Kampf dann führen müssen, da können wir ja ewig dran sitzen. Also ich könnte natürlich versuchen zu fliehen. Muss ich schauen, ob ich da überhaupt noch rauskomme aus der Situation. Weil ich meine, natürlich habe ich meine zwei verbesserten, also das verbesserte Quen und das verbesserte oder das überlegene Gift der Erhängten, die mir natürlich Schutz bieten vor Nahkampfangriffen durch Humanoide. Aber ganz ehrlich, das ist, glaube ich, schon eine ziemliche Hausnummer, die wir hier stemmen müssen. Und ich bin mal gespannt, was daraus wird. Das Problem ist auch, wir haben eigentlich noch nicht genug von diesen Orten der Macht besucht, um uns noch mehr Schutz zu kaufen, in Anführungsstrichen, weil mit jedem Punkt, den wir in dieses eine Talent investieren, gibt es ja nochmal 25% extra Schutz. So, okay, wir sind hier vorne nochmal gespawnt. Okay. Ich bin ein Hack. Ja, bla 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 bla, das kennen wir alles. Glückwunsch und auf Wiedersehen. Was soll ich sagen? Salamandra. Ich kenne dich. Ganz gut. Wow, das hat ja echt eine große Auswirkung gehabt. Okay, wir haben uns schon mal einen taktischen Vorteil verschafft, indem wir keine Leute mehr in unserem Rücken haben. Dafür jede Menge vor uns. Okay, was haben wir an Bomben gerade zur Hand? Kartätsche. Okay, verdammt, hier kommen wir nicht raus. Das ist unser Tod. Als hätte ich es geahnt. Das Problem ist, was könnten wir denn noch machen? Wir könnten versuchen, sie in die Giftwolken reinzulocken. Ich meine, wir haben dagegen ja einen Trunk, dass wir da eine Minute drin überleben können, ohne dass wir großartig darin Schaden nehmen. Und ich weiß nicht, ob die das auch überleben können. Zumindest hätten wir da einen Rückzugsort. Müssen wir gucken. Kann ich gerade schlecht einschätzen. Naja, wir werden auf jeden Fall nochmal das Gespräch führen und dann die dritte der drei Optionen wählen und werden dann nochmal kämpfen müssen. Und am besten ist, wir sagen einfach gar nichts und gehen direkt wieder raus. Ich meine, natürlich könnte ich jetzt auch den Spielstand von draußen laden, aber Herrgott, ne, das, ich meine, müssen ja auch irgendwie diese Story fertig machen irgendwann mal. Von daher ist das schon ganz gut. Das Problem ist einfach, dass wir noch zu schnell drauf gehen, beziehungsweise wir dürfen uns halt nicht cornern lassen. Das ist halt in diesem großen Raum in der Mitte ziemlich schwierig, weil da halt von allen Seiten Gegnern kommen. Es war in diesem Gang schwierig, wo wir hinten nicht mehr raus konnten, wo die Tür verschlossen war. Also bleibt mir eigentlich nur noch die Flucht in die... Ich kann auch nichts tun. Ich kann nichts drücken. Dammit. Okay, ja, zum Teufel. Bla 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 bla. Ist mir scheißegal. Bla 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 bla. Oh nein, ich kenne dich. Na toll. Okay. Ha,
Autsch. Gut. Es hat gerade keinen Zweck, Leute. Ich glaube, ich gehe noch mal zu diesem Kontrollpunkt. Das sollte noch draußen sein. Ein paar Bauern hatten sie gefunden und zum Baron gebracht. Ja, das kennen wir doch alles schon. Der Kriegsfürst hatte sie aufgenommen und gesund pflegen lassen. Dann war sie nach Novigrad weitergezogen. Das kennen wir doch alles schon. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, ich bin dafür, wir reisen einfach mal ein bisschen weiter. Beziehungsweise, da wir jetzt die Hälfte der Folge an dieser Quest verschwendet haben, würde ich fast behaupten, gucken wir uns mal die Kröte an. Aber die Kröte werden wir wahrscheinlich auch nicht schaffen. Deswegen vielleicht nochmal die restlichen Dörfer hier in der Gegend uns anschauen, dass wir vielleicht mal in Richtung Wegreisepunkte oder Schnellreisepunkte ein bisschen was finden. Ich weiß nicht, ob es für die Entdeckung von Schnellreisepunkten Erfahrung gibt, aber herrje, ich meine, wenn wir im Wald auf 2-3 Viecher treffen, die wir vielleicht down kriegen können. Ich meine jetzt die Spinnen, die wir vorhin hatten, die waren ja schon ziemlich heftig. Aber vielleicht was anderes. Stimmt, die hatte ich gar nicht aufgenommen. Aber als ich dann halt wieder zu dem Punkt gegangen bin, wo ich die letzte Folge beendet hatte, da war es dann doch schon ein bisschen heftiger im Wald, in Anführungsstrichen. So, okay, also wir wissen, hier ist das Versteck. Das ist auch alles schön und gut. Dann gehen wir jetzt einfach mal zu dem Anschlagebrett. Plätze, komm mal her. Wuhu! Sodele, erstmal Richtung Hauptstraße reiten. Wenn das auch immer hier die Hauptstraße ist. Okay, hier unten haben wir eine Furt, eine kleine. Ich finde auch wieder, das ganze Setting erinnert mich ein bisschen an Flotsam. Es hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Stil. Muss man ja schon sagen. Hat auch ein bisschen was vom Auenland. Und hier fehlt eine Brücke. Ah, da ist sie. Die hatte gerade nicht geladen. Okay, versuchen wir, kommen wir hier rein. Hallo. Ah, es geht tatsächlich. Guten Tag zusammen. Ihr seid ja nicht böse, wenn ich einfach mal durch eure Siedlung latsche, ne? Okay, was haben wir hier? Hier haben wir Brunwig. Aha. So, es gibt eine neue Quest hier. Müssen wir nur mal eben gucken. Kann man die nicht auch irgendwie sortieren? Der Fährte, die Lämmert bei 7 Katzen. Buckelsumpf. Anfest. Fall unter Freunden. Mich ins Finsternis. Okay, Hexeraufträge vielleicht. Vielleicht eine Schatzsuche. Nee, das ist alles irgendwie nicht so das Wahre. Ah, neue Spur. Da, spurlos. Mit dem Kräuterrundler sprechen. Ja, das können wir, das kriegen wir hin. Sprechen ist meistens nicht mit Kämpfen verboten. Wobei hinterher dann schon mit Kämpfen, aber Herrgott. Da wollen wir uns gerade nicht drum kümmern. Moment, 1000 Meter ist der weg. Das ist aber eine ganz schöne Strecke. Gibt es hier noch irgendwas an größeren Siedlungen in der Nähe, die wir abklappern könnten? Da vorne haben wir einen nicht erkundeten Ort. Da oben haben wir einen nicht erkundeten Ort. Ansonsten könnten wir in Richtung... Ja komm, wir erkunden jetzt einfach mal die Landschaft ein bisschen zusammen. Das haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Und ich meine, hey, das sieht hier... Das lädt doch praktisch ein, um zu erkunden und direkt ein Monsternest. Ja, so muss das. So muss das. Okay, das sprengen wir doch erstmal in die Luft. Sie graben sich raus. Es sind Neckar. Oh mein Gott, es sind Neckar. Ich will nicht.
Das Problem ist, die Viecher töten mich ja schon im normalen Spiel, ohne dass sie 20.000 Level über mir sind. Jetzt müssten wir natürlich irgendwie versuchen. Okay, der ist schon mal gefrostet. Sehr schön. Okay, versuchen wir den auch nochmal. Okay, ausweichen, ausweichen. Und wieder ran, wieder ran, wieder ran. Nicht, dass die unsere Spur verlieren. Hey, komm her. Mist wie ich. Hab gesagt, herkommen. Das Problem ist, hier im hohen Gras sehe ich die kaum. Okay, schilden. Oh Gott, aua. Okay. Im Moment geht's ganz gut. Das hätte ich jetzt nicht sagen dürfen. Jetzt bin ich gleich instant tot. Okay, komm. Sehr nice. Es werden immer weniger. Aber gut, dass wir die frosten können. Das hilft schon mal enorm weiter, um ihren Attacken auszuweichen. Und vielleicht auch, um hinter sie zu kommen. Um ein paar kritische Treffer zu landen. Denn wir wissen ja, wenn wir jemanden von hinten angreifen, ist die Chance auf kritische Treffer nochmal höher. Oh mein Gott, das war doch schon mal einiges. Zumindest lief das besser als der Kampf gegen die komischen Ritter da gerade. Die Ritter der Kokosnuss oder wer auch immer das war. Okay, einen sehe ich noch. Und da ist noch ein weiteres Monsternest. Okay, wir haben die Verlangsamung aktiviert. So, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir den schnell runtergebürstet bekommen. Was wahrscheinlich nicht der Fall sein kann. Ich bin mal echt gespannt, was das hier gibt. Ich meine, klar, der blutet jetzt für mehrere hundert. Aber die Viecher haben halt so viel Leben, dass das halt überhaupt nicht auffällt. So, sehr nice. Den haben wir auseinandergenommen. Jetzt noch schnell das Monsternest kaputt machen, bevor noch neue Viecher spawnen. Gibt nochmal 20 Erfahrungspunkte dazu. Sehr nice. Und dann haben wir auch hier das Gebiet befreit. Sehr schön, sehr schön. Ah, dann können die Leute ja endlich wieder aufs Feld und ihre Arbeit hier machen. Und wir haben ein bisschen an Erfahrung dazu gewonnen. Das ist doch auch schon mal etwas. Ist doch schon mal viel wert, oder nicht? Gefahr gebannt. 150 Erfahrung. Sehr nice. Finde ich zwar etwas untertrieben für den Aufwand, den wir dafür betrieben haben. Ich meine, wir haben uns ja bestimmt hier gerade 3-4 Minuten mit den Viechern geprügelt. Normalerweise wäre das ja wesentlich weniger gewesen. Wir schauen einfach mal auf die Weltkarte, suchen uns ein neues Ziel raus. Ich sage einfach mal direkt hier drüben. Dann reiten wir jetzt praktisch einmal um den See rum. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode. Ich sage einfach mal, bis dahin, macht's gut. Haut rein.